unbekannte Tiefe. Schätzungsweise 10 Millionen Arten von Lebewesen gibt es in den Meeren. Und es gibt ihn, den Hai. Alle fürchten ihn. Sein Ruf könnte nicht schlechter sein. Wenn er kommt, herrscht Angst und Panik. Mit ihren 7 Sinnen sind Haie die perfekten Jäger. Aber sie sind auch Gejagte. Ihre Feinde sind die Menschen. Die Haibestände sind bedrohlich zurückgegangen. Das gefährdet das ökologische Gleichgewicht im Meer. Denn Haie sind die Gesundheitspolizei der Ozeane. Was würde aus unseren Meeren ohne die Haie? Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Haie haben wirklich erstaunliche Fähigkeiten, die wir Ihnen heute zeigen wollen. Wir wollen klären, was man zum Schutz der Haie tun kann und wie Hai und Mensch ohne große Komplikationen zusammenleben können. Und das Ganze wird uns dieser Mann hier beantworten. Forschungstaucher, Meeresbiologe ist er, hat schon in allen Weltmeeren getaucht. Ein ausgesprochener Haikenner. Und das, obwohl er im absolut meerfreien Jena in Thüringen aufgewachsen ist. Robert Marc Lehmann, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Zum wiederholten Mal, ja, muss man dazu sagen. Ja, ich bin ja gerne hier. Wie kommt jemand aus Jena ohne großes Meer zu so einem Thema, zu so einem Beruf? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe schon als kleines Kind irgendwie böse Sachen gemacht. Und zwar aus Lexikas ausgeschnitten kleine Fische. Habe mich immer mit Haien beschäftigt. Mein Vater hat mir mal ein Buch über Haie geschenkt. Mein Großvater hat mich immer mit zum Angeln in die Natur genommen. Also es war immer irgendwie ein Thema bei mir im Leben. Ja. Und das hat sich dann aus Jena in die Welt getragen. Das heißt, das ist für Sie eigentlich gar kein richtiger Beruf, sondern das ist Hobby, für das Sie Geld kriegen. Genau, im Prinzip schon. Es ist wirklich eine Berufung. Also ich bezeichne das nie als Beruf. Das ist wirklich, ja, es ist wie ein Hobby, für das ich bezahlt werde. Ab und zu. Ab und zu. Nicht immer. Freiberuflich natürlich. Freiberuflich, genau. Ja, nirgendwo fest angestellt. Nee. Spannend. Wenn Sie von einem Hai schwärmen würden in 2 Sätzen, was würden Sie sagen? Boah, es ist das schönste Tier, was es auf diesem Planeten gibt. Und das war nur ein Satz und der reicht mir auch schon. Der reicht, ja. Der sagt alles. Sie waren 2017 ja Teil eines Teams, das nach Haien in der Nordsee gefahndet hat. Mhm. Und wir sehen uns jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist. Ein Team aus Meeresbiologen macht sich im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF auf den Weg. Ihre Mission, Haie zählen. Hier vor Helgoland gab es früher sehr viele Haie. Das sind vor allem Hundshaie und Dornhaie gab es hier, aber auch verschiedene Rochenarten. Die Situation hat sich jetzt sehr drastisch geändert. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Haie. Wie viele genau und welche Arten, das soll ein Monitoring zeigen. Dazu werden über einen Zeitraum von 8 Tagen Kamerafallen im Meer ausgelegt. Leckere Makrelenreste sollen die sehr scheuen Haie vor die Kameras locken. Wir können loslegen. Film ab. Okay, los geht's. Über 20 Kilogramm wiegen die Fallen, die in die stürmische Nordsee gewuchtet werden. Ein Pilotprojekt. Okay, super. Okay. Und zack. Circa 1,5 Stunden bleiben die Fallen im Wasser und zeichnen alles auf, was so passiert. So lange können Philipp Kastinger und sein Team nur abwarten. Werden sich Haie zeigen? Zunächst einmal haben andere Meeresbewohner Interesse, wie diese Taschenkrebse zum Beispiel. Oder der Hummer. Aber von Haien weit und breit keine Spur. Doch was ist das? Fehlalarm. Das ist eine neugierige Kegelrobbe. Wieder kein Hai. Ja, wieder kein Hai. So ein Pech. Wann ist denn der Erste endlich vor die Kameralinse gekommen? Bis jetzt noch gar nicht. Das heißt, wir fahnden immer noch nach den Haien. Die lassen sich aktuell noch nicht blicken. Obwohl ich die Robben natürlich sehr, sehr gerne mag, hatte ich sie da leider nicht so gerne vor der Kamera. Sondern wir wollten wirklich Hundshaie oder Glatthaie oder irgendwas in der Art filmen. Ja, und warum lassen die sich nicht blicken? Also sind die vielleicht gar nicht da? Das kann eine Möglichkeit sein. Es sind zum anderen vielleicht sehr scheue Tiere. Vielleicht waren wir zur falschen Tageszeit da. Vielleicht waren die Kamerafallen nicht lang genug im Wasser. Das heißt, wir müssen das Monitoring noch verbessern. Und wir fahren auch bald wieder los und versuchen, das Ganze noch in den Griff zu kriegen. Also wie viele Haiarten insgesamt haben Sie da erwartet oder mit denen haben Sie gerechnet? Theoretisch zu erwarten wären in der Nordsee fast 20 Haiarten, die wir theoretisch filmen könnten. Aber ja, da in dem Fall, jetzt haben wir so mit 2 bis 3 gerechnet. Aber bisher
Leider ohne Erfolg. Mhm. Mit Haiarten in deutschen Meeren hat sich auch das Bundesamt für Naturschutz beschäftigt. Es gibt eine Studie hier. Ja. Stellen wir ihn übrigens online, können Sie nachlesen. Sehr lesenswert. Ist absolut, muss man aber Zeit haben, für lange Winterabende geeignet. Die kommen auch zum Schluss, dass die Haie sehr stark gefährdet sind. Warum gibt es dann trotzdem noch so ein Monitoring, wo doch eigentlich alles schon verschriftlicht ist? Verschriftlicht, aber das ist ja auch nicht jedes Jahr gemacht, sondern das ist, hat jetzt die Daten der letzten Jahre analysiert. Und man muss ja jedes Jahr immer wieder neu gucken, sind die Haie vielleicht mehr geworden, sind sie noch weniger geworden, hat sich irgendwas verändert, sind die Größenverhältnisse anders geworden. Also jedes Jahr gibt es natürlich etwas Neues rauszufinden. Und natürlich muss ich die Haie auch nachweisen, dass sie wirklich noch da sind. Dann kann ich so ein Gebiet zum Beispiel auch schützen. Wer jetzt aufmerksam hingeguckt hat, gerade bei der Studie, hat gesehen, dass hier vorne ein Rochen ein plattgedrückter Hai drauf quasi, ist. Ein Verwandter des Hais. Ich wollte gerade fragen, inwiefern sind die verwandt? Ja, die haben sich also früher hieß es, dass Haie, Rochen und Chimären so in eine Fischgruppe gehören. Jetzt geht man eher davon aus, dass sie sich schon vor etwas längerer Zeit so ein bisschen abgetrennt haben. Aber grundsätzlich gehören beide, Rochen und Haie, zu den Knorpelfischen. Sind also miteinander verwandt. Warum gab es denn früher mehr Haie in der Nordsee als heute? Tja, Haie wurden sehr stark bejagt oder wurden auch sehr stark bejagt in der Nordsee. Das heißt, die wurden einfach weggefischt. Dann haben sich viele Lebensbedingungen auch verändert. Das ist also mehr oder weniger multifaktoriell. Ne? Ja. Also das heißt, Überfischung, das Bejagen der Haie, der Klimawandel hat sich eingeschlichen. Dadurch sind Haie vielleicht abgewandert oder sogar dazugekommen. Ja. Die Meere haben sich grundsätzlich von der Wasserqualität verändert. Räuber sind vielleicht weniger geworden oder auch mehr. Also ständig verändert sich das Ökosystem mehr. Und gerade in Ost- und Nordsee natürlich sehr. Ja. Wasserqualität ist auch ein gutes Stichwort. Das heißt, auch die Haie finden nicht mehr so eine gute Wasserqualität vor. Plastikmüll ist überall. Mhm. Die Meere werden immer verschmutzter. Also die Haie unterliegen einem großen Druck von allen Seiten. Und wie geht es mit diesem Monitoring jetzt weiter? Sie haben gerade gesagt, es wird regelmäßig gemacht. Hoffentlich. Es ist natürlich auch immer eine Frage, ob man solche Forschungen überhaupt finanziert bekommt. Das heißt, man muss dann Anträge schreiben, kriegt dann eventuell wieder Geld, dass man noch mal rausfahren kann und solche Kamerafallen hinstellt. Und diesmal mit 12 Stunden, nicht nur mit 1,5. Ja. Hoffen wir, dass wir sie kriegen. Drückt bitte die Daumen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Also, Hai, das klang eben gerade schon an, Hai ist nicht gleich Hai, wie sich die Haie entwickelt haben, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem Wissen kompakt. Haie leben in allen Meeren und Tiefen. Es gibt mehr als 450 Arten, die sich in Verhalten, Aussehen und Lebensweise zum Teil sehr stark voneinander unterscheiden. Sogar in der Fortpflanzung sind sie verschieden. Manche legen Eier, andere bringen lebende Junge zur Welt oder brüten Eier im Mutterleib aus. Viele Haie sehen gar nicht so aus, wie man sich Haie üblicherweise vorstellt. Zum Beispiel dieser Engelhai, der sich von Muscheln und Schnecken ernährt. Beim Engelhai ist deutlich zu erkennen, dass die Haie eng mit den Rochen verwandt sind. Zum Beispiel mit diesem Adlerrochen. Gefährlich aussehende Haie, wie dieser Sandtigerhai, sind eigentlich harmlos. Auch der riesige Walhai ist völlig ungefährlich für den Menschen. Er geht lieber auf Jagd nach Plankton. Von winzig klein bis gigantisch groß. Keine Haiart gleicht der anderen. Diese Unterschiede haben sich in über 400 Millionen Jahren entwickelt. Wie die Haie der Vorzeit aussahen, weiß niemand. Denn Haie haben als Knorpelfische keine Knochen, sodass es keine versteinerten Haiskelette gibt. Nur versteinerte Zähne. Die ersten Haie gab es im Erdzeitalter Devon. Von da an dauerte es bis zum Erscheinen der Dinosaurier noch Ewigkeiten. Das Devon war das Zeitalter der Fische. Der sicherlich bizarrste Hai, der jemals entdeckt wurde, ist der Helicoprion. Sein Kiefer war eine Spirale aus Knochen, auf der immer neue Zähne nachwuchsen. Diese Fähigkeit haben Haie heutzutage immer noch. Allerdings wachsen diese Zähne heute in Reihen hintereinander. Die größten Haizähne aller Zeiten besaß der Megalodon. Damit machte er vermutlich Jagd auf große Wale. 18 Meter konnte er lang werden und bis zu 50 Tonnen schwer. Der heutige weiße Hai wirkt im Vergleich dazu wie ein Baby.
Also gigantisch. Unglaublich. Ja. Also einem weißen Hai zu begegnen, stelle ich mir schon unglaublich vor. Aber ich so einem auch. Megalodon, also ja. Megalodon. Ne? Einfach riesengroß einfach für mega, ist, genau, richtig. Ja. Das muss echt unglaublich sein. Aber warum sind, oder müsste, weil die sind ja ausgestorben, mhm. warum sind Megalodon und Helicoprion denn ausgestorben? Das gibt ganz verschiedene Ursachen. Also die Dinos sind ja zum Beispiel auch ausgestorben, weil sich auf der Welt viel verändert hat. Das kann bei den Haien auch so gewesen sein. Und gerade große Tiere können sich schlecht an Lebensraum verändernde Sachen anpassen. Das heißt, unsere großen Wale zum Beispiel könnten das auch nicht so gut. Wenn man klein ist, kann man sich überall verstecken, kann in andere Nischen einschwimmen. Und das ist bei einem großen Hai natürlich nicht so einfach gewesen. Und es gab andere Haie, die ihm vielleicht auch den Rang abgelaufen haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Theorien. Und wenn der weiße Hai zum Beispiel schneller gewesen ist und die Beute eher gegriffen hat, einfach mehr waren und überall schneller am Platz war, dann kann der ihm den Rang abgelaufen haben. Das ist einer der Ursachen. Weiß man denn oder vermutet man, ja. Wie viele Haiarten ausgestorben sind, wie viele es mal irgendwann gab? Das kann man nicht so genau sagen. Man findet immer mal wieder Reste von Haien, auch so Abdrücke der Wirbelkörper, weil die hinterlassen ja kein Skelett, die haben keine Gräten, wie ein normaler Karpfen zum Beispiel. So ein Knochenfisch sind ja Knorpelfische. Mhm. Da bleibt nicht viel übrig, außer die Zähne. Und man kann immer nur Rückschlüsse ziehen aus großen Zähnen, die man quasi findet, auch vom Megalodon. Oder einen Abdruck gab es auch mal von einem Wirbelkörper. Aber das sind alles immer nur Vermutungen. Und jedes Jahr findet man auch immer wieder irgendwo was Neues, genau wie bei den Dinos. Da kann man auch nicht sagen, es gab 10.000 Arten. Jedes Jahr kommen ja neue dazu. Tja, also es bleibt spannend in der Wissenschaft. Aber apropos Dinos, mhm. die Haie sind ja älter als die Dinos. Ja. Warum sind die Dinos ausgestorben und die Haie nicht? Also das ist so, die Dinos haben ja überwiegend an Land gelebt und konnten sich nicht so gut anpassen an diese großen Veränderungen, Vulkanausbrüche und der Kometeneinschlag. Und die Haie lebten in einem ganz anderen Ökosystem, eben im Wasser, was sich nicht so stark verändert hat. Und viele Tiere konnten sich auch in die Tiefsee zurückziehen. Es gab also einen viel größeren Lebensraum, wo man sich gut verstecken konnte und wo sich auch nicht so extrem viel verändert hat. Das ist eigentlich eine witzige Vorstellung, ne? Dass es im Wasser sicherer war als an Land. Im Prinzip schon, ja. Nun sind die Haie früher größer und schwerer gewesen. Mhm. Warum haben die sich jetzt quasi in so eine andere Richtung entwickelt, dass sie doch kleiner und filigraner geworden sind? Also viel hat sich im Ozean auch verändert, gerade der Sauerstoffgehalt. Zum Beispiel. Das ist ein Faktor, der dazu geführt haben könnte, dass Tiere kleiner geworden sind. Oder andere Tiere sind auf einmal auf den Plan gekommen, zum Beispiel Orcas, also Räuber, die auf einmal Haie gefressen haben. Und wenn man kleiner ist und agiler und schneller, kann man da vielleicht auch besser wegschwimmen. Also es hat immer ganz unterschiedliche Ursachen. Sie haben gerade gesagt, alte Exemplare, die ausgestorben sind, werden immer wieder neu entdeckt, aber auch lebende Haie werden ständig neu entdeckt. Ja. Wie, in welcher Größenordnung müssen wir uns das vorstellen? Ich würde jetzt schätzen, also ich lese immer mal wieder die neuesten Veröffentlichungen zu Haien. Das ist jetzt gerade vor einer Woche ungefähr, wurde kurzfristig mal wieder eine neue Haiart entdeckt. Und heutzutage ist das nicht so, dass man rausfährt und sieht einen völlig neuen Hai, sondern man entdeckt auf einmal über die Genetik. Okay, das ist ja eine völlig andere Art, die zwar genauso aussieht wie die im Südatlantik, bloß im Nordatlantik vermehren die sich nicht mehr miteinander. Das heißt, zwei voneinander getrennte Arten. Viel passiert heute im Artbegriff auf genetischer Ebene, nicht mehr so auf rein aussehensbasiert. Haben Sie mal ein Beispiel auf Lager von so einem total neuen, exotischen Hai? Jetzt gerade neu exotisch entdeckt, wie gesagt, vor einer Woche, ist ein Sechskiemer, ein nordatlantischer Sechskiemenhai. Und immerhin, ich meine, wir reden über ein Tier, das 2 Meter groß ist. Ja. Und das ist auf unserem Planeten vorher so noch nicht gesehen worden und entdeckt worden. Ne? Zack, ja. Neuer Hai. Das passiert auch bei Delfinen, das passiert auch bei größeren Säugetieren. Also es gibt da draußen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften können. Ja, also 2018 ein gutes Jahr für Hai-Neuentdeckungen. Ja. Wir können uns mal auf einer Weltkarte anschauen, wo es denn Haie überhaupt gibt. Was würden Sie sagen? Tja, also grundsätzlich gibt es Haie eigentlich in allen Meeren. Aber es gibt so ein paar, ja, ich sag mal, Hotspots. Und dann gibt es einen ganz besonderen, das ist das Coral Triangle. Das liegt zwischen den Philippinen und Indonesien und den Solomoninseln. Das ist dieses Dreieck im Pazifischen Ozean zwischen Asien und Australien, diese ganzen Inselketten. Ja. Da findet sowieso super viel statt. Warum da? Man sagt, es ist der Hotspot der Biodiversität, ein schwieriges Wort. Ja. Weil da ganz viele Korallen vorkommen, über 500 Arten. Und es bietet einfach super viel Lebensraum. Wir können mal kurz gucken. Dieses Areal, genau. Das sagt man, zu diesem Dreieck sagt man, das ist das Dreieck der Biodiversität. Dort gibt es die meisten Arten auf dem Planeten. Ja. Es ist einfach ein ganz, ganz vielschichtiger Lebensraum und deswegen kommen dort super viele Haie vor, weil sie viel Nahrung finden, viele Versteckmöglichkeiten, viele unterschiedliche Lebensräume. Wir haben flache Meere, Tiefsee direkt angrenzend, super viel los und deswegen viele Haie. Gibt es auch genau das Gegenteil von Hotspots, also wo sie eher sehr selten sind? Total, auf jeden Fall. Wenn man uns hier dieses kleine Krokodil mit Maul offen anguckt, die Ostsee,
Da gibt es relativ wenige Haiarten. In der Ostsee gibt es viele Todeszonen, also sauerstoffarme Zonen, oder wo Haie gar nicht so viel zu fressen finden. Da kommen sie dann eben weniger vor. Aber eigentlich finden wir Haie wirklich in allen Ozeanen. Ja. Bleiben die an einem Ort oder wandern sie ähnlich wie Wale? Ganz unterschiedlich. Wir haben Haie, die finden, also ich war schon mit Haien tauchen, die sehe ich jedes Jahr und jedes Jahr immer wieder. Ja. Immer denselben Hai. Es gibt standorttreue Haie. Aber es gibt auch Haie, die migrieren, also die schwimmen von Afrika nach Australien. Das heißt, die legen über 10.000 Kilometer zurück. Und das einfach so. Krass. Ja. Wir können uns widersetzen. Welchen Haiarten sind Sie denn als Expeditionstaucher und als Forschungstaucher am häufigsten begegnet? Am häufigsten meinem Lieblingshai, dem Blauhai, weil ich einfach am meisten mit dem ins Wasser gehe. Ja. Ja, aber jetzt habe ich insgesamt 44 Haiarten unter Wasser gesehen. Und der letzte war zum Beispiel ein Fuchshai. Das war der letzte Hai, den ich mir angeeignet habe. Den wollte ich unbedingt sehen. Warum? Was ist an dem besonders? Es ist ein ganz elegantes Tier. Es ist einfach ein sehr besonderes Tier. Und es ist ein Hai, der mit seinem Schwanz in Fisch Schwärme reinschlägt und sogar dadurch Wassermoleküle spalten kann. Und sowas wollte ich unbedingt sehen, habe ich leider nicht. Aber in 2 Wochen haben wir immerhin 15 Sekunden Material vom Hai gekriegt. Und das muss man sich mal vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich glaube, das rückt auch so ein bisschen Blue Planet, also unser blauer Planet, in so eine Perspektive. Man muss lange los, um vieles Gutes an Material zu bekommen. Ja. Meine Kollegin hat sich ja heute auch in Haie gekleidet. Ja, sehr gut. Das habe ich schon gesehen. Traumhaft. Also zumindest vom Muster her. Ja. Ne? Und es passt nicht nur zu den Haien, es passt auch zum Rochen. Also das ist für mich perfekt. Adlerrochen oder Walhai. Passt ich zu beiden. Ich werde das jetzt eine Woche anlassen. Ja, ist auch gut so. Ich werde die jetzt nur noch Rochen nennen. Ja, sehr schön. Rochen machen wir die Anmoderation des nächsten Videos. Sehr gerne. Eine Haiart kennt natürlich jeder Mensch. Dafür hat der Film Der weiße Hai gesorgt. Da erinnern Sie sich bestimmt auch schon dran. Tja. Ein Klassiker. Unglaublicher Klassiker. Den hast du natürlich auch gesehen. Selbstverständlich. Jeder Junge hat irgendwie den weißen Hai. Wie oft hast du ihn gesehen? Ach, gar nicht so oft. 1-2 Mal oder so. Ich habe gruselig. Bestimmt 10 Mal geguckt, glaube ich. Ist einer meiner Lieblingsfilme. Und einer der Filme, wo sich viele Mythen drum ranken. Ich habe zum Beispiel gehört, dass ja bei den Dreharbeiten dieser Plastikhai, dem Steven Spielberg, irgendwie kaputt gegangen sein soll. Und dadurch konnte er ihn nicht so oft zeigen im Film, wie er eigentlich wollte. Und da hat er sich dieses musikalische Thema für ihn überlegt. Das war das ist ja eigentlich das, was so die Gänsehaut hat. Ja, im Grunde genommen den Erfolg dieses Films noch verstärkt. Ja. Aber ich glaube, es tat ihm im Endeffekt wirklich leid, weil danach wurden ja super viele Haie abgeschlachtet. Und das war einer der Gründe, warum die Menschen eben so viel Angst vor Haien haben. Das ist dieser Film. Und das tat dem Herrn Spielberg auch nachweislich wirklich leid. Ja. Deswegen habe ich mich gerade auch gewundert, dass Sie gesagt haben, Sie finden den Film ganz toll. Ja, weil ich den so lustig finde. Ich meine, lustig. Wenn ein 10 Meter langer Hai ein Boot kaputt beißt und es versenkt, das ist sowas von unrealistisch. Also deswegen, ich sehe das eigentlich eher als Komödie. Ja, aber natürlich ist auch klar, welche Wirkung der Film bei den Menschen, beim Publikum hinterlassen hat. Ist das etwas, was Sie bedauern? Sehr. Also das heißt, jedes Mal, jeder kennt dieses Gefühl. Man schwimmt irgendwo in einem See und es wird ein bisschen tiefer und es wird dunkel, man sieht den Grund nicht mehr. Und jeder hat dieses typische Gefühl, dieses genau, und hört die Musik schon. Das ist ja völlig utopisch. Da passiert ja auch nichts. Eine Pflanze berührt einen vielleicht mal, aber die wird einen nicht in die Tiefe ziehen. Aber dieses Gefühl ist trotzdem da und das wurde mit durch diesen Film ausgelöst. Also der Film hat den Haien auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Nee, überhaupt nicht. Aber was genau löst denn diese große Angst vor Haien bei Menschen aus, abgesehen von dem Film? Also wenn das jetzt völlig unrealistisch wäre, würde man ja vielleicht nicht so viel Angst haben. Wenn man statistisch darüber nachdenkt, ich meine, gerade 5 Leute werden durch Haie getötet pro Jahr, das ist natürlich verschwindend gering und zeugt für mich für die Intelligenz dieser Tiere. Es passiert ja wirklich so gut wie gar nichts mit Haien. Und von daher sage ich, die Angst vor Haien ist völlig unbegründet. Man sollte viel mehr Angst im Straßenverkehr haben oder vor einer Mücke, die einen sticht oder irgendwas. Da gibt es deutlich gefährlichere Situationen, als im Meer zu schwimmen. Es ist wahrscheinlich einfach auch so diese Vorstellung, dass man dem dann ausgeliefert ist, wenn er käme. Ne? Und es ist ein großes Tier, es hat große Zähne. Das erzeugt einfach bei uns instinktgemäß irgendwie Angst. Es könnte mich fressen, es könnte mich töten. Aber in der Regel machen das die Haie eigentlich nicht. Dann hören wir doch mal rein in unsere Zuschauerschaft. Über Facebook wäre das ganz gut, wenn Sie uns mal posten. Was flößt Ihnen an Haien Respekt ein? Oder vielleicht haben Sie ja gar keinen Respekt vor Haien. Vielleicht wissen Sie auch, dass Sie eher
harmlos sind. Sanfte Riesen der Meere. Posten Sie uns Ihre Meinung zu Haien auf Facebook. So, und jetzt haben wir was Spannendes vorbereitet. Ach ja, noch eine Sache. Sie finden natürlich alle Infos rund um Haie auch bei uns zusammengefasst auf planetwissen.de. Jetzt haben wir was Spannendes vorbereitet. Und zwar, Sie haben gerade schon ein bisschen was verraten. Das macht aber nichts. Wir wollen nämlich mal gucken oder mal schätzen alle zusammen, wie viele Menschen durch Tiere, die wir hier im Angebot haben, im Jahr getötet werden. Ausgängig sind die Zahlen 2015. Wir wissen sie nicht. Wir haben hier so ein paar Hinweise. Ich auch nicht. Nein, wir müssen sie halt jetzt ordnen. Okay. Also wir haben im Angebot Moskitos, Giftschlangen, Nilpferde, Skorpione, Hunde und Haie und haben dann hier so Zahlen wie 17.000 Tote, 500 Tote, 3.500 Tote, 5 bis 6 Tote, 60 Tote. 830. Das nehme ich, das weiß ich. Das nehme ich auch. Och Mann. Die meisten. Okay, dann überlasse ich Ihnen das. Okay, die meisten, danke. Wo würdest du die meisten positionieren? Insekten? Ja, das finde ich gut, gehe ich konform. Okay. Also bei den Moskitos. Was haben wir noch? Wir haben noch, dann wären es 60.000 Tote. 60.000 könnte ich auch, ja, könnte ich schätzen, würde ich diesen Tieren zuordnen, den Giftschlangen. Ja. Ja. Dann kommen jetzt 17.000, also die drittmeisten. Könnte ich mir fast vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde, ja, Hunde, und zwar nicht jetzt, weil sie irgendwie, weil Briefträger zerfleischt werden, 17.000. Nein, da muss man ja immer unterscheiden. Tollwut, ne? Genau, ich habe mal die Zahl gelesen, gerade in Indien, das sind Länder, da, wo die Tollwut sehr verbreitet ist. Es gibt nicht überall Ärzte und wenn man gebissen wird vom Hund, kann man tatsächlich an Tollwut sterben. Mhm. Und das geht in die Zehntausende. Also deswegen finde ich die Zahl, glaube ich, sehr realistisch. So, dann haben wir, also ich glaube, da Sie es eben schon verraten haben, die wenigsten bei Haie, haben wir jetzt die Auswahl Skorpion und Nilpferde und ich hätte 3.500 und 500 im Angebot. 500 3.500, darf ich? Ja. Nehme ich jetzt mal das Nilpferd. Echt, so viele? Ja. Och, ich weiß nicht, sind sehr, also es, man muss sagen, ein Nilpferd unter Testosteron, gerade ein Bulle, ist wirklich ziemlich aggro. Die töten ziemlich viele Menschen, ob es wirklich so viel sind. Ja, es sind schon ein bisschen viele, ne? Aber Skorpion fand ich jetzt auch viel. Aber Skorpion kommt weltweit öfter vor als ein Nilpferd. Nilpferd ist sehr beschränkt auf einen Standort. Aha. Skorpione gibt es wirklich fast überall. Ich würde, wenn Sie mir es nicht übel nehmen, würde ich, glaube ich, das zu den Skorpionen nehmen. Also gut, wir werden ja nachher sehen. Okay, 500 für Nilpferde halte ich, glaube ich, für realistisch. Gut. Mhm. Okay. Und es bleiben natürlich die wirklich wenigen, ach so, die 5 bis 6, wie Sie gerade schon gesagt haben, bei den Haien. So, da weiß ich es garantiert. Jetzt haben wir hier unten den Umschlag der Wahrheit. Und gucken mal. Also, Moskitos war richtig, 830.000. Dann als zweites kommen die Giftschlangen mit 60.000 Toten. Ja. Wie gesagt, immer Jahr 2015. Okay. Und die Quelle ist übrigens, sind die Gates Notes. Aber man kann auch all diese Tierunfälle quasi nachlesen und nachgoogeln. Für die meisten Tiere findet man irgendwelche Listen, wo genau draufsteht, wie viele Tiere Menschen eben getötet haben. Für die Haie wäre das International Shark Attack File. Alles findet man im Internet. In dem Fall, unsere Zahlen haben wir von Gates Notes. Mhm. Hunde 17.400 ist richtig. Okay. Und dann kommen tatsächlich die Skorpione. Ah, stimmt. Okay. 3.500. Wow. Wahnsinn. Nilpferde 500. Haie 6. Also wir haben alles richtig. Danke, ja, wir sollten nur noch zu dritt in irgendwelche Gameshows gehen. Das könnten wir machen. Und da frage ich mich dann, warum sind nicht ständig diese anderen Tiere auf der Titelseite, sondern immer nur nach einem Unfall der Haie. Es ist wirklich so verschwindend gering. Ne? Ja. 6 Tote und das bei 20 Milliarden Badereignissen. Ja, kann man das wirklich alles auf diesen Film zurückführen? Nicht nur. Es ist also wirklich diese Urangst, die uns herrscht. Und ganz eine große Rolle spielen natürlich auch die Medien, die das immer und immer wieder aufbauschen. Ja. Also warum töten, denn vielleicht kann man das ja mal ein bisschen aufklären, warum töten Haie überhaupt Menschen? Die fressen die ja nicht, ne? Genau, es wird eigentlich in wir der Regel... Wir schmecken denen gar nicht. Das ist genau der Punkt, weil Haie haben sich ja nicht darauf spezialisiert, Menschen zu fressen, sonst würden sie an Land leben. Mhm, weil Menschen gehen nicht so oft ins Wasser. Haie fressen gerne Thunfische, Robben oder irgendwelche anderen Meerestiere. Die haben sich nicht auf Menschen... so komisch? So blöde Frage, aber... Das weiß ich nicht. Ich habe noch persönlich kein Menschenfleisch probiert, aber ich finde, ein Thunfisch schmeckt auf jeden Fall gut, auch wenn man ihn nicht mehr essen sollte, weil er ja vom Aussterben bedroht ist. Aber das ist einfach das Nahrungsspektrum des Hais. Und kein Hai wird rumschwimmen und einen Menschen mit Tötungsabsicht beißen, sondern es ist wirklich meistens ein Auskundschaften. Ich gucke, okay, es bewegt sich, es hat einen Muskeltonus, es ist ungefähr so groß wie eine Robbe. Ich beiß mal rein, vielleicht könnte ich es fressen. Ich weiß natürlich, es ist keine Robbe, es ist kein Thunfisch. Hm. Aber es könnte was Essbares sein. Der Hai beißt rein, er hat seine Geschmacksnerven hinten am Gaumen und stellt fest, esse ich gar nicht. Mhm. Und man zieht unter Umständen das Bein oder den Arm raus und stellt fest, ja gut, okay, abgebissen. Wenn man dann verblutet und daran stirbt, dann haben wir eben diese 5 bis 6 Tote. Aber meistens ist es auch selbst gemacht. Denn warum gehe ich zur Jagdzeit der Haie in einem Gebiet, wo Haie jagen und fressen,
überhaupt ins Wasser. Also ich habe mal gehört, dass es besonders gefährlich ist für Surfer, ja, weil die eben auf diesem Surfbrett sind und die Haie denken, das wäre eine Robbe aufgrund der Form. Komplett widerlegt. Weil Haie sind ja nicht doof. Wir haben es ja vorhin schon genau gesagt, die gibt es länger als die Dinos. Die hatten also super lange Zeit, genau sich auszudenken. Seepferd, Seeaal, Alge, Stein, Wal, Thunfisch. Und dann gucken die nach oben und sehen ein Surfbrett mit einem Surfer und denken, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber vielleicht könnte ich es essen. Ich gehe mal hin und beiß rein. Also das Verwechseln ist definitiv ausgeschlossen. Das wurde widerlegt. Und dann ist es ja auch ein blöder Tag für die Haie. Ne? Die freuen sich und beißen dann in so ein Stück Neopren und denken, hast du auch nichts von. Ja. Dann auch noch ein ekliges Deo möglicherweise. Ja, eben. Ja. Hast du nichts von. Ja, sehr ungeschickt. Wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen. Also wir halten mal fest, es gibt wenig Todesfälle durch Haie, auch wenn das überraschend ist. Aber wenn es einen Unfall gibt, wir haben es schon angesprochen, dann sieht er ungefähr so aus. Coole Jungs und große Wellen. Der australische Surfprofi Mick Fanning ist voll und ganz in seinem Element. Riesige Wellen bezwingend. So zeigt er sich am allerliebsten. So allerdings überhaupt nicht bei einem Surf-Weltcup 2015 in Südafrika. Mick wartet im flachen Wasser auf die nächste Welle. Unter ihm schwimmt ein Hai. Hat der Fanning als sein Mittagessen auserkoren? Der Hai greift an, live übertragen im Fernsehen. Der Surfer rettet sich auf sein Surfbrett. Dann wird er aus dem Wasser gezogen. Fanning kann durchatmen. Ihm ist nichts passiert. Ich habe gewartet und wollte gerade losschwimmen. Dann hat plötzlich etwas nach mir geschnappt und sich in der Sicherheitsleine meines Surfbretts verfangen. Aus Reflex bin ich beiseite, aber der Hai ist auf mein Board los. Ich habe nur nach ihm getreten und geschrien. Für Fanning endet der Tag mit einer durchbissenen Sicherheitsleine und mit der Erkenntnis, dass Glück mehr bedeutet als Sieg oder Niederlage. Aber warum kommt es zu solchen Attacken von Haien? Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Was mich wundert, Sie haben ja vorher gesagt, dass Haie im Grunde genommen durch diese Sinne, die sie haben, auch erkennen, wer das ist. Und also, wie kann es dann zu so einer Verwechslung kommen? Also wie gesagt, die Verwechslung ist absolut ausgeschlossen. Es ist immer nur ein Auskundschaften. Wir sehen das bei diesem Surfunfall mit Mick Fanning auch wirklich sehr, sehr gut, den ich damals auch live gesehen habe. Ich saß am Flughafen und sah dann live diesen Haiangriff. Alle Kameras waren darauf gerichtet. Und es war einer der ersten Haiangriffe, die wirklich perfekt dokumentiert wurden. Und das zeigt eben auch schön, der Hai geht ja nicht auf den Surfer los, sondern er kundschaftet erst aus, verfängt sich dann mit seinem Maul in der Leine, der Surfer ist ja mit dem Surfbrett verbunden, und kommt dann nicht mehr weg, wird selber panisch, der Surfer wird panisch. Und in so einem Fall kann es dann zu einem Biss kommen. Zum Glück ist da nichts passiert. Das wäre natürlich schrecklich gewesen. Also der Mick hat Glück gehabt. Was machen denn Surfer grundsätzlich oder auch Taucher falsch, wenn so ein Hai auf sie zukommt? Es ist immer eine Verhaltensfrage. Ich meine, wenn ich von einem Hund gebissen werde, ist es eigentlich in der Regel auch meine Schuld, weil ich bin hingegangen vielleicht zu einem Hund, der sich nicht streicheln lassen möchte, der schlecht drauf ist, der vielleicht lieber in Ruhe gelassen werden möchte. Und bei einem Hai ist es etwa ähnlich. Ich muss die Körpersprache der Tiere zu lesen lernen. Ist ein Hai so völlig entspannt und düdelt durchs Meer, dann interessiert er sich gar nicht für mich, der guckt vielleicht einmal, dann ist das kein Problem, mit einem Hai zu tauchen. Aber wenn ich mit einem sehr, sehr agitierten Hai, der große Augen hat, der schon die steife Flossen hat, der vielleicht auf Nahrungssuche ist, zur Jagdzeit, im trüben Wasser, ins Wasser gehe, so wie das die Surfer eben häufig machen, dann bin ich eigentlich selber schuld, wenn ich gebissen werde. Also was tun? Einfach auf 10 oder 20 zählen und die Ruhe bewahren. Ist also Ruhe bewahren ist aber das Essentielle. Also wenn man mal einen Hai im Ozean sieht, was jetzt nicht so häufig passiert, sollte man den auch anschauen. Weil Haie wissen ganz genau, wo man ins Vorne und hinten ist. Die werden immer versuchen, von hinten zu kommen. Manchmal habe ich beim Tauchen auch das Gefühl, irgendwas ist hinter mir. Du drehst dich um, da ist ja der Hai. Okay. Also immer den Hai anschauen, dann wird man schon mal nicht angegriffen. Und wenn er wirklich nah rankommt, einfach Ruhe bewahren. Und wenn er zu nah rankommt, hat er die empfindlichste Region an der Seite. Das ist nämlich sind seine Kiemenspalten, da liegen direkt die Blutgefäße drunter. Ein bisschen Wasserdruck gegen die Kiemen reicht schon, dass der Hai weiß, okay, man kennt meine Schwachstelle, da halte ich mich lieber fern. Ach, okay. Ja. Braucht man aber auch Nerven. Muss man aber Nerven haben. Vielleicht auch ganz gut, nicht unbedingt zur Jagdzeit. Haben Sie ja vorhin auch mal kurz angedeutet. Ich würde niemals. Wann ist die? Ja, also Haie jagen generell in der Dämmerung, weil sie sehen viel besser als wir, etwa 10-mal so gut wie wir und haben auch so quasi Restlichtverstärker im Auge eingebaut. Die sehen also sehr, sehr gut in Dämmerungsverhältnissen. Ich würde einfach nicht abends oder morgens schwimmen gehen, dort, wo es Haie gibt, an Stellen, wo Haie jagen. Und schon ist man im Prinzip raus aus der Nummer.
Wenn ich jetzt mich entscheide, in den Ferien oder wann auch immer da so zu tauchen, habe vielleicht einen Tauchschein gemacht, dann müsste mir sowas doch eigentlich auch in meiner Tauchschule beigebracht werden. Jein, ist also, das der Fall? Ja, es gibt einige Tauchschulen, die haben sich darauf spezialisiert, einem das Tauchen mit Haien beizubringen. Sowas habe ich früher auch gemacht. Also Tauchern wirklich erklärt, wie verhalte ich mich bei einem Kontakt mit einem Hai. Und man kann den sogenannten Shark Diver kann man auf jeden Fall machen. Das ist eine Erweiterung des normalen Tauchscheins, dass man eben lernt, wie gehe ich mit einem Hai um, wenn ich mal einem begegne. Und das sind einige Skills. Genau, was lernen die Taucher da eben? Das Angesprochene zum Beispiel, Wasser gegen die Kiemen, richtig, ruhig bleiben. Eine Möglichkeit, ruhig bleiben ist ganz, ganz wichtig. Und der Hai kennt natürlich nur Sachen, die so durchs Wasser schwimmen. Ja. Wenn man sich aufrecht im Wasser bewegt, wenn man einem Hai begegnet, weiß der schon mal nicht, was ist das? Komisch, da bleibe ich lieber weg, weil es könnte mich ja vielleicht auch angreifen. Es ist groß genug. Und grundsätzlich tendieren wir Menschen immer so sehr dazu, wir wollen Haie anfassen oder wir wollen generell immer alles streicheln und anfassen. Ich würde das bei einem Hai nicht empfehlen. Also einfach Abstand halten, auch von dem Tier und ihn anfassen und streicheln. Auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen, dass das jeder möchte. Taucher, der mit mir im Wasser war, beim Shark Diver, hat immer, wenn ich mal nicht hingeguckt habe, die Hand ausgestreckt und wollte wirklich den Hai streicheln, wo ich sage, ja, es ist aus Respekt dem Tier gegenüber, Wildtiere fasst man eben einfach nicht. Verrückt. Ja. Wir haben über die Toten gesprochen, das sind meistens pro Jahr unter 10. Genau. Wie viele Angriffe gibt es denn und sind die dokumentiert? Sie meistens sind dokumentiert. Es gibt natürlich auch eine kleine Dunkelziffer aus Ländern, wo man jetzt nicht die Zahlen wirklich herkriegt. Aber es gibt dokumentierte 50 bis 70 Angriffe pro Jahr. Ja. Wobei das ein Haiangriff wäre. Ein Hai hat mich gestriffen. Dann habe ich vielleicht eine kleine Schürfwunde, zack, wird das als Haiangriff gewertet. Oder ein Hai hat jemanden angestupst beim Surfen, wird als Haiunfall gewertet. Das kann man auch alles, ist perfekt dokumentiert, wo das ist, wem das passiert ist, wann das passiert ist, im Internet nachlesen. Da gibt es also ganze Listen, wo das sehr, sehr gut dokumentiert ist. Ich weiß noch einen Film, der für das schlechte Image der Haie gesorgt hat. Der Seewolf, also Ach, eine Serie. Da wurde doch das Bein abgebissen. Genau. Ja, von dem, ich glaube, Kochschiff. Genau, richtig. Habe ich noch nicht gesehen. Was soll denn das heißen? Ich ganz kurz noch mal zur Ordnung rufen und sagen, die Dokumentationen, von denen unser Gast gerade sprach, die verlinken wir Ihnen auf planet-wissen.de. Ja, sehr gut. Also, wenn man sie erzählen hört, dann kommt man zu dem Schluss, eine friedliche Koexistenz ist möglich von Absolut. Hai und Mensch. Und Sie haben uns da auch Beweise mitgebracht, nämlich in Filmform. Ja. Da müssen wir uns natürlich sagen, wo diese tollen Aufnahmen entstanden sind. Das ist jetzt hier mal ein Land, was Haie tatsächlich geschützt hat, Mikronesien. Das heißt, dort darf kein Hai gefangen, geangelt oder gehandelt werden. Und man sieht, die Haie sind wunderbar, die sind richtig dick. Ja. Manche von denen sind auch schwanger. Hier haben wir jetzt einen Blauhai, meinen persönlichen Lieblingshai, ist auch der häufigste Hai auf der Welt. Das ist auch der am häufigsten gefangen wird, tatsächlich. Über 20 Millionen dieser Tiere werden jedes Jahr gefangen. Und wir sehen da, ist das irgendwas zum Köder. Anlocken? Genau, man lockt würden diese die Haie an. Würden das sonst nicht kommen? Genau. Die leben in einer Wüste und man muss sie irgendwie ans Boot locken. Das macht man mit so einem Köder. Man hat da gesehen, ich habe die Köder verpackt in einem Netzkäfig. Das heißt, die können das nicht fressen. Ja. Die werden nur vom Geruch angelockt. Ich möchte eben nicht, dass sie Futter mit Menschen verbinden. Ja. Und man sieht es da schön bei dem Taucher, der verhält sich völlig ruhig im Wasser und deswegen hat er auch kein Hai um sich rum, was ein bisschen schade ist, denn er ist ein Fotograf. Also wenn man jetzt richtig aufgeregt werde und rumstrampeln würde, dann wären die Haie einem wirklich ganz nah an der Tauchmaske dran, aber die meisten Taucher verhalten sich natürlich ruhig und dann halten die Haie auch ein bisschen Abstand, weil es einfach nicht interessant genug ist. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn man diese Tiere filmen möchte, muss man ja vielleicht noch zwei, drei andere Dinge beachten als jetzt ein Surfer oder ein Schwimmer. Tja, also wie gesagt, wenn man sie filmen möchte, muss man ja zur Jagdzeit reingehen. Genau. Und das mache ich natürlich auch. Das ist ja das, was ich am liebsten tatsächlich tue, Haie unter Wasser filmen. Es gibt manchmal Situationen, wo man zum Beispiel auch einen Kettenanzug anhaben muss, weil in diesem ganzen Gerangel dann unter Wasser zur Jagdzeit der Haie kann es schon mal vorkommen, dass man gebissen wird und dann möchte man natürlich gerne einen Kettenanzug haben oder zumindest auch einen Sicherheitstaucher, der einen als Kameramann, weil man guckt ja wirklich nur durch die Linse durch und ist sehr, sehr beschränkt in seinem Gesichtsfeld, dann möchte man schon seine Kumpels dabei haben, die wirklich aufpassen, dass nirgendwo etwas passiert und dann verlasse ich mich immer auf mein Team. Da war gerade so ein Begleitfisch dabei bei dem Hai, was war das? Die liebe ich auch sehr. Tatsächlich gut erkannt, das sehen die meisten Menschen immer nicht, das ist ein Pilotfisch gewesen und der bleibt im Prinzip die ganze Zeit beim Hai, der lässt sich mitnehmen als Taxi quasi, denn der Hai hat eine gute Hydrodynamik und der schwimmt einfach im, ich sag mal, Windschatten, in dem Fall im Wasserschatten mit. Aha, und pickt ab und zu auch mal das auf, was der Hai so übrig lässt. Der wird selber parasitenlos, indem er sich so an der Haihaut reibt. Also eigentlich sind es Parasiten und das stört den Hai auch sehr. Und ganz oft habe ich das, dass ein Hai zu mir ganz nah ran schwimmt und dann ganz schnell wegschwimmt und den Pilotfisch bei mir lässt. Und der Pilotfisch ist dann immer so bei mir und denkt, Mist, kein Hai, nein, dann bleibe ich trotzdem bei dir. Aber es wäre doch ein leichtes für den Hai, diesen Pilotfisch einfach tot zu beißen. Überhaupt nicht. Das sehe ich ganz, ganz oft, dass der Pilotfisch mit seiner Schwanzflosse an der Nase des Hais kitzelt und der Hai schnappt dann auch danach, aber er zischt dann immer kurz vorher weg. Die sind einfach zu schlau. Irre. Ja, gemein für den Hai. Ja, definitiv.
Hopsa. Hopsa. Frau Klaus fällt auseinander. Das war nur das Mikro. Ja. Nicht, kein Haiangriff im Studio. Warum filmen Sie denn überhaupt Haie? Ja. Sind die noch nicht ausreichend dokumentiert? Oder wenn ja, was machen Sie mit den Aufnahmen? Mhm. Machen Sie Kinofilme draus, was auch immer? Ganz unterschiedlich. Also ich filme zum Beispiel für Umweltorganisationen, unterstütze Wissenschaftler weltweit, die nur Wissenschaftler sind. Denen liefere ich dann die Aufnahmen, dass sie eben auch Aufklärungsarbeit tun können. Mhm. Für mich persönlich ist es wichtig. Ich halte ja viele Vorträge an Schulen oder für Erwachsene. Da präsentiere ich gerne schöne Bilder, weil ich gerne zeigen möchte, dass diese Tiere auch wirklich schützenswert sind. Ich kläre auf über die Funktion und ich zeige aber auch die schrecklichen Bilder, weil ich dokumentiere nicht nur Haie unter Wasser, sondern eben auch viel über Wasser, wenn sie abgeschlachtet oder gefangen werden, weil ich finde, das gehört dazu und dass die Menschen auch wissen sollten, wie es den Haien da draußen wirklich geht. Und es steht nicht gut um die Haie, grundsätzlich. Mhm. Und deswegen wollen wir uns die Haie jetzt auch noch genauer anschauen. Mhm. Wir haben die Highlights der Woche. Sehr gut. Ausnahmsweise in unserem Wissen kompakt. Alle Haiarten haben ganz besondere Sinne. Sinne, die sie zu Top-Jägern der Meere machen. Auch wenn die Bedingungen noch so schwierig sind. Mit dem sogenannten Seitenlinienorgan können Haie Druckunterschiede im Wasser wahrnehmen. Wenn ein Beutetier an ihnen vorbeischwimmt, können die Haie es nicht nur sehen oder riechen, sie fühlen es auch. Und das bis zu einer Entfernung von 10 Metern. Die Beutetiere müssen sich in Acht nehmen, denn Haie sind perfekte Jäger. Manche Haie können zum Beispiel Fischblut unter Wasser noch in milliardenfacher Verdünnung wahrnehmen. Einen einzigen Tropfen Blut in einem Schwimmbad würden sie bemerken. Gut entwickelt sind auch Gehör und Augen. So sind die Augen des Hais im Schnitt 10-mal lichtempfindlicher als Menschenaugen. Haie verfügen außerdem noch über Sinne, die Menschen nicht haben. Mit ihren lorenzinischen Ampullen erspüren sie bereits winzige elektrische Spannungen. Diese Ampullen sind mit einem Gel gefüllt, das schwache elektrische Signale von außen an die Nerven weiterleitet. Mit dieser Wahrnehmung bioelektrischer Felder können Haie zum Beispiel Fische aufstöbern, die sich im Sand oder zwischen Korallen versteckt haben. Tiere wie diese Riffhaie sind mit Hilfe von Seitenlinienorganen, lorenzinischen Ampullen und ihren ausgeprägten anderen Sinnen auch bei völliger Dunkelheit erfolgreich und können Fische jagen, die von anderen Räubern übersehen werden. Also wirklich beeindruckende Fähigkeiten. Gibt es noch weitere, die jetzt noch nicht erwähnt wurden? Ja, das ist, glaube ich, schon in der Summe das Ganze ganz gut dargestellt. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie cool Haie sind, weil sie so viele coole Sachen können. Ja. Ja. Haben denn da eigentlich dann alle Haiarten alle Fähigkeiten oder gibt es da Unterschiede? Es gibt auch große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel bei meinem Lieblingshai, den ich ja wirklich sehr, sehr gerne mag, der kann Plankton, also den Blauhai, der kann Plankton fressen, der kann Aas fressen, der kann jagen und er kann auch Krill, also Plankton aus der Wassersäule fällen. Das kann kein anderer Hai, deswegen mag ich den auch so gerne. Manche Haie können besonders sehr gut sehen, haben noch so einen Restlichtverstärker, das Tapetum lucidum heißt es, wissenschaftlich im Auge eingebaut. Also echt ein militärisches Nachtsichtgerät quasi. Und die jagen dann überwiegend nachts. Also, und der weiße Hai, also hat der jetzt besondere, also hat der die alle? Oder? Der hat die alle, der kann besonders gut gucken, der schmeckt und riecht besonders gut, der hört total gut, der hat ein sehr gut ausgeprägtes Seitenlinienorgan. Und was ich bei dem noch sehr beeindruckend finde, der schwimmt extrem weit. Also wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, der weiße Hai kann echt von Südafrika bis Westaustralien schwimmen. Und wie der sich orientiert und genau an den Platz hinkommt, wo er hin möchte, das ist bis heute überhaupt nicht bekannt. Ob er Sterne nimmt, Erdmagnetfeld, also die haben auch einen sehr, sehr guten Orientierungssinn, der unserem weit überlegen ist. Meinen Sie, das ist eventuell auch der Grund, dass man ihn quasi als Superheld eines Films eingebaut. Ich glaube schon. Ja? Schön wäre es, wenn es so dargestellt worden wäre. Ja, hat natürlich im Film hat er leider nur Boote versenkt und Menschen gefressen. Ja, gut, aber trotzdem kennt ihn seitdem jeder. Das stimmt, ja. Gibt's noch andere Superhelden der Meere, also in Anführungszeichen, die alles können? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel auch die ganzen Tiefseehaie beeindruckend. Ich meine, wenn man unten auf 5.000 oder 6.000 Metern lebt, diesen ganzen Druck auszuhalten, dann Nahrung zu finden in absoluter Dunkelheit bei 4 Grad Wassertemperatur, da muss man schon echt besondere Fähigkeiten haben und das beeindruckt mich immer wieder. Und dann gibt es auch Haie wie den Schokoladenhai oder den Cookie-Cutter-Shark. Schokoladen? Ja, die heißen auch noch cool. Das mag ich ja so gerne, weil so eine Schokoladenfarbe hat. Oder den Cookie-Cutter-Shark, also auf Deutsch ist der Plätzchen-Ausstecher-Hai, der nachts an die Oberfläche kommt und bei Meeressäugern auch Plätzchen aussticht. Also so eine kleine
Fleischwurst quasi rausbeißt. Also die Haie haben ganz, ganz unterschiedliche Fähigkeiten und jeder Hai für sich genommen ist auch wirklich ein tolles Tier. Es klang eben bei Ihnen ja auch schon an, dass man durchaus auch die Dinge sich noch nicht erklären kann, ja, bei Haien zum Beispiel, wie sie sich orientieren. Was gibt denn den Forschern noch Rätsel auf im Zusammenhang mit Super Haien? Viele Sachen. Wir sehen Haie zwar fast täglich in irgendwelchen Dokumentationen, in Zeitschriften, in Büchern, in Social-Media-Bereichen, die sind überall dargestellt, aber im Grunde wissen wir eigentlich echt total wenig. Zum Beispiel hat noch nie jemand die Paarung von einem weißen Hai gefilmt oder gesehen. Keiner weiß, wo der weiße Hai seine Jungtiere bekommt. Es gibt immer nur so kleine Hinweise, wo man überwiegend Jungtiere findet, zum Beispiel auch im Mittelmeer, gerade in der Adria oder vor Kroatien oder vor der Türkei gibt es immer wieder kleine weiße Haie. Denkt man eigentlich gar nicht, ne? Aber es gibt super viele Rätsel, auch keiner weiß, wo Walhaie ihre Jungtiere kriegen. Es gibt wirklich viel, was wir noch über Haie lernen können, was sie für Fähigkeiten haben und was uns eventuell auch nutzen kann. Und vielleicht noch irgendwas Interessantes, was den Umgang zwischen Weibchen und Männchen betrifft? Da gibt es einiges. Also Haie haben zwei Penisse. Und beide funktionieren auch. Und bei einer Paarung sind Haie ziemlich rabiat. Das heißt, ein Männchen schnappt ein Weibchen, dreht es auf den Rücken. Und dann, je nachdem, von welcher Seite er es rumgedreht hat, kommt dann der ein oder der andere Penis zum Einsatz. Also auch die Paarung bei einem Hai ist ziemlich spannend. Aber das hat man schon gesehen. Das hat man schon gesehen, aber bei sehr einfachen Riffhaiarten zum Beispiel, die man immer wieder sieht. Bei einem weißen Hai wäre das eine Sensation. Da arbeiten wir noch dran. Sind das denn soziale Tiere oder eher Einzelgänger? Sehr. Also am Anfang hat man immer gedacht, dass es Einzelgänger sind oder dass Haie einfach da draußen irgendwie rumschwimmen. Mittlerweile wissen wir, dass Haie auch Freundschaften pflegen. Das ist also nachgewiesen worden. Und mir persönlich geht das ja auch so. Wenn ich an einem bestimmten Tauchspot immer wieder bin, sehe ich auch immer wieder dieselben Haie. Die kann man gut voneinander unterscheiden. Der eine hat mal einen Cut in der Flosse oder eine Narbe an der Seite oder ist größer, kleiner, wie auch immer. Sind schon sehr individuell. Und ich sehe auch immer wieder Haie, die gerne zusammen mit ihren Buddies abhängen. Dann weißt du, okay, die zwei sind irgendwie immer zusammen. Die pflegen also wirklich Freundschaften. Es sind soziale Tiere. Und im Hinblick dazu, wenn man dann mal einen Hai im Aquarium rumschwimmen sieht, alleine, und weiß, der hat da draußen eigentlich 15 Freunde oder der hängt mit 20 Haien gerne ab. Das ist dann für mich ein trauriges Spiel. Ne? Für mich ist Haie einsperren Tierquälerei. Ja. Wenn Haie Buddies haben, wie verständigen die sich denn? Das ist auch eine gute Frage, weil man hört Haie eigentlich nicht unter Wasser. Also die machen keine Geräusche, sie sprechen keine Sprache. Im engeren Sinne, sie haben Körpersprache. Also man sieht ganz oft, dass Haie aufeinander zuschwimmen und erst im letzten Moment aneinander abdrehen und niemals in sich reinkrachen. Die bumpen sich auch mal an, wenn sie sich nicht leiden können. Warum segeln dann das Manöver des letzten Augenblicks? Richtig, das ist genau so, wirklich. Ja. Und es gibt auch einige Wissenschaftler, die sagen, Haie haben vielleicht sogar telepathische Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber wir wissen es auch nicht besser. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wahnsinn, ja. Viele Jobs für Sie noch zu erledigen, oder? Ja. Das denke ich auch. Also, Sie sind rätselhaft, diese Giganten der Meere, und Sie haben es manchmal wirklich nicht leicht. Den Haien machen heute Umweltverschmutzung, die Zerstörung ihres Lebensraumes und vor allem die Überfischung schwer zu schaffen. In manchen Meeren, wie zum Beispiel im Mittelmeer, sind schon mehr als 90% der großen Jäger verschwunden. Dabei sind sie als Spitze der Nahrungskette besonders wichtig für das Gleichgewicht der Meere. Sterben die Haie, stirbt auch das Meer, befürchten manche Biologen. Die Haie kontrollieren das Wachstum von Fischpopulationen und wirbellosen Tieren wie Muscheln und Schnecken. Wenn man die Top-Predatoren verliert, kippt das gesamte Gleichgewicht und das Ökosystem Meer verändert sich drastisch. Dieses Beispiel zeigt vereinfacht, was Erik Hoffmeier damit meint. Hier ist noch alles in Ordnung. Jäger und Gejagte sind im Gleichgewicht. Der Kreislauf aus Fressen und Gefressenwerden könnte so ewig weitergehen. Dann verschwinden jedoch die Haie. Andere Fische rücken an die Spitze der Nahrungskette vor. Da diese aber nicht mehr gefressen werden, vermehren sie sich stärker. Jetzt werden immer mehr der kleinsten Fische gejagt. Es dauert nicht lange und die Beute der großen Fische ist verschwunden. Die Fische sterben. Das gesamte Ökosystem kann also kippen, wenn die Haie verschwinden. Doch Haie halten nicht nur das biologische Gleichgewicht im Meer stabil. Sie sind die Gesundheitspolizei der Meere. Denn sie fressen auch Aas, wie hier den Körper eines toten Delfins. Schnell und effektiv beugen sie so der Verbreitung von Krankheiten vor. Denn wer weiß schon, woran der Delfin gestorben ist. Gesundheitspolizei der Ozeane und Hüter des Ökosystems Meer. Unterschätzt der Mensch die Bedeutung der Haie?
Tja, diese Frage gebe ich gleich mal weiter. Was meinen Sie? Also ich glaube schon, denn am Ende, wenn die Haie aus dem Ozean verschwinden, betrifft das jeden Einzelnen von uns. Das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht klar. Weil man sagt zwar so schön, dass unsere Urwälder die grüne Lunge unseres Planeten sind, wir haben aber ein blaues Herz. Und ohne das Herz geht nun mal gar nichts. Und wenn Haie aus dem Ozean verschwinden, geht es dem Ozean wirklich schlecht. Die Riffe sterben ab. Es gibt viele, viele Studien, die das nachweisen können. Und wenn Haie zum Beispiel geschützt werden und in einem Riffsystem zurückkommen, dann geht es auf einmal dem Riff gut. Wir haben ja gerade gesehen, die kümmern sich wirklich ums Meer. Die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle als Gesundheitspolizei. Und ohne Meer können wir Menschen auch nicht leben. Das funktioniert leider nicht. Deswegen, es betrifft uns alle. Mhm. Es war von der Gesundheitspolizei die Rede. Wir haben gesehen, sie fressen Aas. Also was qualifiziert Sie für diese Gesundheitspolizei? Also die Haie sind ja seit über 400 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Die haben ein sehr, sehr gutes Immunsystem. Die können eben auch Tiere, die Krankheiten haben, einfach fressen, ohne dass sie selber krank werden. Die jagen Fische, die zum Beispiel genetisch in keiner guten Position sind, vielleicht etwas verkrüppelt sind oder eine Krankheit haben. Und dadurch halten die auch die Genetik anderer Fischbestände und im Riffsystem eben andere Tiere einfach gesund. Die kümmern sich um die Gesundheit des kompletten Ökosystems. Mehr. Was würde denn passieren, wenn man jetzt diese ganzen Kadaver, wenn die keiner fressen würde? Genau. Wenn die einfach im Meer weiter die würden einfach rumtreiben. Andere Delfine könnten sich zum Beispiel daran anstecken oder andere Fische können sich anstecken. Übrigens auch wir Menschen. Also von daher, sie helfen auch uns tatsächlich gesund zu bleiben. Ja, und Sie haben es gerade erwähnt, den Haien selbst schadet das offensichtlich nicht. Genau. Warum? Die hatten einfach viel, viel Zeit, genau wie Fallschwanzkrebs oder Tiere, die es sehr, sehr lange auf unserem Planeten gibt, sich über eine lange Zeit ein sehr, sehr gutes Immunsystem anzueignen. Da sind die Antikörper einfach auf alles vorbereitet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also als ich noch Haibücher gelesen habe als kleines Kind, stand immer drin, Haie bekommen keinen Krebs. Das stimmt so auch nicht. Auch Haie bekommen Krankheiten, auch Haie können Krebs bekommen. Also was ist denn die häufigste Krankheit bei Haien? Also das, was ich am meisten sehe, sind irgendwelche Parasiten. Und wenn ein Hai einen besonders schlechten Gesundheitszustand hat, dann ist er auch überwuchert von so Fischläusen, die ihm am Auge hängen oder an den Kiemen oder irgendwo an den Flossen. Also das ist das, was ich bei Haien am meisten sehe. Häufig sehe ich auch mal, dass ein Hai angegriffen wurde von einem anderen Hai, einem größeren Hai, der versucht hat, ihn zu töten, also Wunden. Oder auch ein Orca hat ihn versucht zu fressen, ihm die Flosse abgebissen oder ähnliches. Also das sieht man schon ganz, ganz häufig. Aber Haie sind natürlich wie alle anderen Wildtiere auch immer bestrebt, nicht zu zeigen, dass sie eine Krankheit haben oder dass sie verwundet sind und können das auch sehr, sehr gut verstecken. Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass ein Hai ein schlechtes Immunsystem hat und die anderen nicht? Das sind doch alles immer dieselben Bedingungen. Ja, aber das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich haben die Tiere da draußen, ob das Haie sind, Wale oder Fische, gerade ziemlich zu kämpfen mit der Wasserqualität und durch Chemikalien, die eingebracht werden, durch Ozeanverschmutzung, durch Öl, das eingeleitet wird, durch Plastikmüll, Phthalate, also Weichmacher, die rausgehen. All das schwächt das Immunsystem der Tiere da draußen. Und das spielt keine Rolle, ob Hai, Seepferdchen oder Seekuh. Am Ende geht es den Tieren im Meer relativ schlecht. Und das Immunsystem all dieser Tiere wird angegriffen durch Pestizide und was weiß ich nicht alles, was wir ins Meer einleiten. Also wir Menschen schädigen das Meer wirklich an allen Ecken. Mhm. Wir haben eine fantastische neue Bildergalerie für Sie online mit ganz vielen neuen Aufnahmen von Haien. Da wird auch noch mal, werden die besonderen Fähigkeiten der Tiere auch noch mal genannt. Und wir haben es ja eben schon anklingen hören, die größte Bedrohung für Haie sind im Grunde wir selbst, wir Menschen. Die Herrscher der Meere sind bedroht. Der Bestand vieler Haiarten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark dezimiert, sagen Wissenschaftler. Dabei ist Haifleisch gar nicht so begehrt auf den Weltmärkten. Begehrt sind die Flossen. Sie werden den Tieren meistens noch lebend abgeschnitten. Finning heißt diese grausame Methode. Viele Haie müssen qualvoll sterben, bis 1 Kilogramm Flossen zusammenkommt. Bis zu 1.000 Euro wird dafür in Asien gezahlt. Das schwimmunfähige Tier werfen die Fischer wie Abfall zurück ins Meer. Es wird verbluten oder ersticken. Über 100 Millionen Haie verenden jedes Jahr durch Finning, schätzt die Umweltorganisation Greenpeace. Die Nachfrage nach den Flossen kann kaum gestillt werden. Begehrt sind vor allem Rückenflosse und Brustflosse der Haie. Die Importe von Haiprodukten nach China erhöhen sich jährlich um rund 5%. Aus den Flossen wird Haifischsuppe. Nicht nur in China eine Delikatesse, die massenhaft konsumiert wird. Angeblich steigert das Süppchen die Potenz. In Wahrheit aber kann der hohe Quecksilbergehalt in den Haifischflossen zu Unfruchtbarkeit führen. Profiteure des Gemetzels sind die Europäer. Sie sind die größten Haifischfänger der Welt. Vor allem Spanien, Portugal und Frankreich. Achso.
Hoffnungen setzen Haischützer auf den Tourismus. Ein lebendiger Hai, den Touristen beobachten können, ist mehr als 150.000 Euro wert, sagen sie. Ein toter Hai bringt aber nur ein paar wenige Euro ein. Doch kann Tourismus die Haie retten? Tja, sagen Sie mal, meinen Sie, das geht? Wenn man das richtig anstellt, wenn man das gut anstellt. Und genau wie bei allem, wenn es im Übermaße betrieben wird, ist es dann sogar noch zusätzlich schädigend für die Region. Ich habe das auf der Welt schon erlebt, dass wenn man zu einem Hai-Tauchspot fährt, wenn man mit einem Boot da ist und vielleicht 10 Taucher reinspringen, ist das okay. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass eben 40 Boote dastehen und 400 Taucher zum Hai runtertauchen. Und das ist dann nicht mehr okay in Bezug auch auf CO2-Abdruck, Flugkosten, Hotel, Abwasser, Fisch, der aus dem Meer geholt wird für die Hotelgäste. Also wenn man das in einem cleveren Maß macht, finde ich Ökotourismus tatsächlich sehr, sehr gut. Da gibt es auch viele seriöse Anbieter, aber es geht eben auch leider anders. Also wirklich Augen auf beim Haitauchtourismus. Und wo gibt es im Augenblick schon dieses Shark Diving auf der Welt? Ah, da gibt es ganz, ganz viele Spots und immer wieder tauchen auch neue auf. Also in Europa sind die Azoren zum Beispiel ein sehr guter Spot zum Haitauchen. Es war schon immer auf Florida, Bahamas war es sehr gut, Südafrika mit dem weißen Hai, kennen viele Australien. Und diese ganzen Biodiversitätshochzonen in Papua-Neuguinea, Solomon Islands, Tahiti und so, das sind alles wirklich tolle Haitauchspots. Gäbe es denn noch weitere Möglichkeiten, also positive Möglichkeiten, also den Hai zur Touristenattraktion zu machen, um ihm quasi zu helfen, sein Image zu verbessern und dass wir mehr auf ihn achten? Auf jeden Fall. Also genauso wie es Whale-Watching gibt oder es gibt ja auch Safaris, ganz normal, für große afrikanische Wildtiere, kann man das auch mit Haien machen. Man muss gar nicht tauchen gehen, um Haie zu sehen, sondern die sind ja auch häufig an der Oberfläche und lassen sich auch von einem Boot aus super beobachten. Also ich habe mal auf den Azoren angefangen, Shark-Watching zu machen und habe einfach Touris mitgenommen und die haben die Haie von oben angeguckt. Geht auch super gut. Mhm. Und keiner fasst die Haie an. Das ist auch das Schöne daran. Ja, das ist schön. Nun sind ja auch viele Menschen der Meinung, dass eingesperrte Haie in Aquarien zur Aufklärung dienen und auch zum Schutz der Spezies. Das sehe ich persönlich anders. Ich habe ja selber mal ein großes Aquarium geleitet, habe Haie weltweit gefangen und eingesperrt und verkauft und habe dann festgestellt, dass ein Hai in Gefangenschaft auch tatsächlich gar nicht so lange lebt. Ich meine, einige von diesen Viechern werden 100 Jahre alt da draußen im Meer. Im Aquarium habe ich Haie gehabt, die sind nach wenigen Monaten schon gestorben. Und das rechtfertigt für mich nicht auf dem Rücken der Tiere und dann, dass die Besucher noch Geld dafür bezahlen. Ich habe immer gesagt, das sind die Botschafter ihrer Arten. Aber was lernt zum Beispiel ein Kind, wenn es ins Aquarium geht? Das sieht ein Hai, der nur im Kreis rumschwimmt. Das sieht er nicht, wie ein Hai jagt, wie der mit seinen Kumpels durchs Meer schwimmt, 100 Kilometer am Tag, wie der sich verpaart oder sowas. Sowas sieht man im Aquarium ja nicht. Das heißt, ich lerne nichts über das Verhalten der Tiere, wie die Tiere aussehen oder was sie im Ozean machen, sondern ich sehe nur ein eingesperrtes, gequältes Tier, was sehr kurz lebt. Und ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz. Und es soll zum Beispiel in Deutschland eines der größten Hai-Aquarien der Welt gebaut werden. Die wollen 150.000 Kinder pro Jahr informieren über Haie. Ich gehe jedes Jahr an Schulen und schaffe 15.000 Kinder. Und ich bin alleine. Es bräuchte also nur 10 von meiner Art und schon hätten wir dieselbe Anzahl an Kindern informiert, ohne dass ein einziger Hai dafür im Aquarium sterben musste oder gelitten hat. Wo soll das entstehen? Das soll in Funkstadt entstehen, aber die haben vorher auch schon an anderen Adressen geguckt. Aber überall wehren sich die Bürger dagegen und das finde ich auch gut. Denn ich habe das Empfinden, dass immer mehr Leute auf der Welt verstehen, dass Zoos in Aquarien vermutlich nicht die richtige Variante sind, um Kindern was übers Meer zu erklären. Sondern ans Meer fahren, über das Meer reden, sprechen, gute Dokus gucken, solche Sendungen anschauen. Ich glaube, das ist im Endeffekt die bessere Alternative. Ja, man muss sich auch nur noch mal vorstellen, was Sie vorhin ja gesagt haben, dass der Hai dann da isoliert ist und seine Kumpels draußen vermisst. Absolut. Ne? Und wenn wir über die Sinne der Haie auch sprechen, der hat ja super viele Sinne und in so einem Aquarium, da ist es laut, da laufen Pumpen, da sind Leute mit Blitzlicht, da liegt Strom an überall, der ist ja auch völlig reizüberflutet. Daran denkt immer keiner, weil viele denken immer nur, da ist ja nur ein Fisch. Und wenn man in ein Zoo oder Aquarium geht, macht sich ja auch selten jemand die Gedanken, wo kommt denn so ein Tier eigentlich her? Weil die meisten Haie in großen Aquarien sind Wildfänge. Wenn wir daran denken, wo jetzt Hai auf den Tisch kommt, wo wir selber quasi ihn töten, um ihn zu nutzen, dann denken wir immer an die Ecke Asien. Richtig. Das müssen wir aber gar nicht, denn auch bei uns kommt Hai auf den Tisch. Deswegen stimmt, lassen wir uns mal rübergehen. Ja. Wir haben da ein paar sehr interessante Beispiele. Nämlich, was haben wir? Hier, Haihaut. Richtig, das wird ganz Gürtel oft gemacht. Und Taschen. Ja, richtig. Hai-Leder kann man tatsächlich machen. Mhm. Das geht aber zum Beispiel auch viel besser aus Fischleder. Also das kann man auch aus Fischabfällen wird es mittlerweile verwendet. Und man kann sogar schon, habe ich jetzt gesehen, Haut transplantieren. Aus Fischhaut abgefahren. Also man braucht keine Haie dafür. Mhm.
in solchen Biopräparaten? Ja, das stimmt. Das sind so Präparate. Gerade die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, nehmen hinterher gerne irgendwie eine Kapsel, dass die Gelenke nicht so wehtun. Und gerade Gelenke braucht ja Knorpelschmierung. Knorpelextrakt. Knorpelextrakt. Hier haben wir es auch. Glucosamin, Chondroitin. Die Haie heißen ja Chondrichthyes, Knorpelfische. Mhm. Das heißt, solche Produkte sind dann wirklich tatsächlich aus Haien gemacht. Und die gibt es bei Rossmann, bei DM um die Ecke. Also überall. Mhm. Schillerlocken. Oh ja, ganz großes Thema. Haifischsteak. Ja, da gab es mal eine Kampagne, die fand ich ganz gut. Schillerlocke gleich Killerlocke. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass man nachgewiesen hat, dieses Haifleisch, was man überall an der Küste kaufen kann, die typische Schillerlocke. Ich habe das als Kind im Ostseeurlaub auch immer gegessen, weil ich nicht wusste, dass es Hai ist. Ich komme aus Kiel. Also. Ja, eben, da gibt es das auch. Das ist verseucht mit Methylquecksilber. Das heißt, man schädigt seinen eigenen Körper, indem man sowas isst. Und eigentlich ist das da tatsächlich sogar Sondermüll. Ja. Woran kann man denn grundsätzlich eigentlich erkennen, dass da Hai drin ist in Das ist super, super schwierig. Also wenn man kein Experte ist und weiß, dass Chondroitin von den Chondrichthyes ist, dann wird es sehr, sehr schwer. Viele Haie oder Haiprodukte laufen unter einem anderen Namen. Weil selten würde jemand ein Blauhai-Steak kaufen. Da steht dann irgendein anderer Name dran, wie Goldlachs oder Seeaal oder irgendwas anderes. Oder bei der Schillerlocke ist es ja auch das Bauchfleisch vom Dornhai. Das steht aber nicht Bauchfleisch vom Dornhai dran, sondern eben Schillerlocke. Mhm. Das heißt, man sollte sich mit den Namen gut auseinandersetzen. Also Augen auf beim Haikauf. Ja, genau. Ja. Am besten gar nicht. Am besten gar nicht. Das wäre das Beste, ja. Das wäre schon mal gut. Aber was sollte man denn noch zum Schutz der Haie tun? Welche Möglichkeiten haben wir, unser Eins? Also jeder Einzelne kann natürlich auf diese Haiprodukte verzichten. Das ist ja auch nichts, was man jetzt zum täglichen Tagesgebrauch überhaupt braucht. Ne? Wenn man dann zum Haitauchtourismus schon fährt oder fliegt, dass man guckt, dass man seriöse Anbieter hat. Und was wir vorhin angesprochen haben, dass das Meer grundsätzlich bedroht ist. Durch Plastik, durch alle möglichen Kosmetikas, die eingeleitet werden, durch Giftstoffe, Hormone, alles Mögliche. Das heißt, wenn wir darauf verzichten oder zumindest weniger verwenden, und gerade wir Deutschen in Sachen Plastik sind natürlich mit die Vorreiter, wir verwenden 240 Kilo Plastik pro Kopf pro Jahr. Wenn davon weniger ins Meer kommt, dann hilft das am Ende auch den Haien. Mhm. So, und wenn wir dann noch nicht in ein Hai-Aquarium gehen, sondern unseren Kindern ein schönes Hai-Buch kaufen, ist das auch cool. Viel drüber sprechen, denn ich bin der Meinung, dass am Ende das Wissen um die Haie da draußen das Beste ist, um sie zu schützen. Etwas, was wir drei jetzt vermutlich nicht machen können, aber Schutzzonen einrichten. Ganz wichtige Geschichte, ja. Ja? Weil die meisten, wie könnte das denn aussehen? Genau, die meisten Tiere auf der Welt verlieren ja gerade nicht ihr Leben, weil sie bejagt werden, sondern sie verlieren ihren Platz zum Leben. Den Lebensraumverlust ist das größte Problem aller Tiere. Und das geht auch den Haien so. Und aktuell sind nicht mal 1% der Meeresgebiete geschützt. Das ist also ein verschwindend geringer Teil. Und es gibt super Beispiele, wie eben in Mikronesien, auf den Malediven, in Palau, wo Haie geschützt werden. Dort dürfen sie nicht gefangen oder gehandelt werden. Perfekt, die Haie erholen sich, dem Riff geht es wieder gut. Es gibt also auch positive Beispiele. Nicht alles ist immer schlecht. Mhm. Und hat man Zahlen, wie sich in so einer Schutzzone dann eine Population entwickelt? Also wie schnell sich das alles erholt? Sehr, sehr schwierige Frage, weil Haie sind relativ, also die werden relativ alt. Manche Haie kriegen erst mit 25 ihr erstes Baby. Oder jetzt beim Grönlandhai, der wird geschlechtsreif mit 150. Da muss man 150 Jahre aufs erste Mal warten, ist vielleicht auch nicht ganz so angenehm. Ne? Man hebt sich auf. Man hebt sich auf, richtig. Also. Aber es ist tatsächlich so, dass sie auch wenige Nachkommen bekommen, die Haie. Und nicht so wie bei anderen Fischarten, die sich zum Beispiel innerhalb von 2 Jahren erholen könnten, wie ein Dorsch oder ein Hering, die einfach super viele tausende Nachkommen bekommen. Das dauert beim Hai ein bisschen. Aber wenn man das Schutzgebiet einrichtet und ein paar Jahre wartet, kann es tatsächlich gut funktionieren. Ja. Und? Nee, ich wollte nur fragen, ob es eine Tendenz gibt, ob Sie feststellen, dass mehr Schutzzonen eingerichtet werden. So also aktuell gibt es Marine Protected Areas, MPAs, etwa 5000 auf der Welt. Und es werden auch beständig mehr, aber dann gibt es ja Leute wie Herrn Trump in den USA, der dann immer mal wieder auch eine aufhebt und so. Also es hängt immer sehr von dem eigenen Land ab, wo man gerade ist, ob man ein Gesetz zum Schutz der Haie durchsetzt oder überhaupt ins Leben ruft. Also jedes Land macht das für sich verschieden. Es gibt kein allumfassendes, weltumfassendes Haischutzgesetz. Leider. Aber ein paar Beispiele haben Sie gerade schon genannt. Bei wem ist denn diese Botschaft, jetzt wenn wir mal in Staaten denken, bei wem ist das angekommen und bei wem noch überhaupt gar nicht? Also Vorreiter werden für mich zum Beispiel die Malediven oder eben Mikronesien, dort wo ich getaucht bin und die Haie wirklich geschützt sind. Es ist wunderschön da. Und die Leute haben auch erkannt, okay, der Hai ist als Tourismusobjekt einfach mehr wert. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Länder in Asien oder eben auch Spanien, Portugal, also direkt vor unserer Haustür, die einfach gnadenlos Haie abschlachten. Oder auch Peru alleine. Da kommen 14 Millionen Haie jedes Jahr um. Für die Haifischflossenindustrie. Und so töten wir Menschen. Die Zahlen ranken zwischen 100 und 200 Millionen Haie. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
sagt Robert-Mark Lehmann, der für die Haie kämpft und sogar, oh ja, kleines Detail, hat man noch nie gesehen, sogar Haisocken heute. Das ist Ihnen aufgefallen. Hat. Ja, absolut. Ja. Fantastisch. Was haben Sie denn für Socken? Ich habe leider nur Ananas-Socken. Aber ich habe dafür High Heels. Oh. Der musste sein. Der war gut. Damit beenden wir die Sendung. Ja. Alles Wissenswerte auf planetwissen.de. Denken Sie an unsere Facebook-Umfrage. Schön. Wie sieht es mit Ihnen aus? Machen Ihnen Haie Angst oder sind Sie da ganz relaxed? Haben Sie vielleicht sogar schon selbst Erfahrungen gemacht? Das war's. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Wissenswertes über Haie gibt. Und noch viel mehr. Das glaube ich. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, das Erzählen und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.